Hallo und herzlich willkommen hier in Ottweiler auf dem Wingerzweier Hof. Mein Name ist Caroline Neufang und ich begrüße euch zu einem neuen Video über die erfolgreiche Bergung der Grassilage. Wir sind hier bei uns auf einer Wiese. Da wir aber schon 3 Schnitte hier abgefahren haben, finden wir jetzt nicht mehr ganz so die Gräser in der Blüte. Aber wenn wir vereinzelt hier drüber gucken, steht hier noch viel Ähren mit deutschem Weidegras, was sehr gewollt ist. Viel Rotklee und Weißklee haben wir verschiedens nachgesät. Und dann gibt es natürlich auch noch andere erwünschte Gräser, wie zum Beispiel der Wiesenschwingel, das Wiesenlieschgras, unter anderem auch das Knaulgras und auch der Wiesenfuchsschwanz. Es sind einige Arten davon. Und jetzt nehme ich euch mit in die Erntearbeit. Bei uns haben wir eine Schnitthöhe von ca. 5 bis 8 cm. Wird bei uns mit den Mähwerken abgeschnitten. Da wir unseren Eigenfeldhäcksler haben, haben wir eine Häcksellänge von ca. 17 mm eingestellt. Das kann dann auch leicht variieren, dass es mal länger oder kürzer wird. Dann kommt der Schwader, der nach einer kurzen Anwelkzeit das Futter gut zusammenschwadet. Dabei sollte das Futter ca. bis 35% angewelkt sein, dass es nicht zu nass eingefahren wird, weil dann sagen wir, laufen die Nährstoffe aus dem Silo raus. Das sind dann die Sickersäfte, die vorne aus dem Silo rauslaufen. Das möchte man nicht. Und ansonsten, wenn es zu trocken ist, hat man Probleme bei der Verdichtung. Beim Walzen muss man auf gute Verdichtung achten, da es nachher im fertigen Futterstock zu einer anaeroben Gärung kommt, die gewünscht ist. Hier sind wir jetzt an unserem Futterstock. Hier ist der erste Schnitt Gras siliert. Wie man gut sehen kann, er ist gut verdichtet, hat optimale Anwelkzeitpunkt gehabt. Im Silo ist eine anaerobe Gärung gewünscht. Diese ist unter Luftausschluss. Deswegen müssen wir nach der Verdichtung mit unserem großen Radlader das Silo mit einer Silofolie zudecken und luftdicht verschließen, damit es auch zur richtigen Gärung kommt. Wenn das nicht passiert und irgendwo Luft in den Silostock gelangt, kommt es zur aeroben Gärung. Dabei bilden sich unerwünschte Schimmelpilze, die der Kuh nachher auch schaden können. Das riecht frisch, das Gras. Es ist keine Schimmelbildung drin, so wie man es auch haben möchte. Hier vielleicht auch einen kleinen Appell an alle Leute. Ich bin immer froh, wenn jeder seinen Müll aus der Wiese wieder mitnimmt, auch ihn gerecht entsorgt. So ist eine kleine Ausbeute, was vor allem an gefährlichen Dosen, hier an Plastik, so im Futter landet, das nicht gut für die Kühe ist. Wenn die Kühe dies aufnehmen, können wir nicht mehr wie zuschauen und sie eventuell erlösen. Nachdem das Silo dann mindestens 6 Wochen siliert hat, also verschlossen war, kann man es anbrechen zum Füttern. Und dann wird eine Rationsberechnung für unsere Milchkühe gemacht, da wir einen Erhaltungsbedarf für die Kuh haben und natürlich, weil wir ja auch Milch gewinnen wollen, einen Leistungsbedarf. Da unsere Milchkuh nicht nur mit Gräsern gefüttert wird, sondern auch mit Mais und Kraftfutter gemischt wird, müssen wir halt auch immer darauf achten, dass die Ration ausgeglichen ist, da das Gras das Eiweiß bringt, der Mais die Stärke und das, was wir an Kraftfutter zusetzen, die Ration ausgleichend macht. Ich hoffe, ich konnte euch wieder begeistern und ihr folgt mir für mehr Videos.